Herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy mit mir, dem Philipp Drachenberg, der jetzt schleunigst aufhört zu singen, weil das glaube ich nicht kann. Oder was meint ihr? Kann ich singen? Ja, nein, vielleicht. Schreibt es mal in die Kommentare oder lasst es einfach. Okay, aber darum soll es gar nicht gehen. Wir sind ja hier nicht beim Gesangswettbewerb, sondern bei Hogwarts Legacy, dem coolsten Harry Potter Game, das es je gibt. Ja, den Raum der Wünsche können wir jetzt ab sofort so betreten oder einfach auch per Eule reinreizen. Ich weiß nicht, warum dieser Flur jetzt hier so ein bisschen leicht Grafik verbuggt ist. Oder ob unser Spiel allgemein leicht verbuggt ist. Gerade im Moment. Aber dazu. Ja, ich weiß auch nicht. Was ist hier kaputt? Keine Ahnung, was hier kaputt ist. So langsam wird's wieder. Okay, irgendwo hier soll noch eine Kiste versteckt sein. Hey, wo ist hier bitte schöne Kiste versteckt? Ah, da oben. Okay, ich würde gerne jetzt wissen, wie man da dran kommt. Aber ich glaube, dazu müssen wir den ganzen Weg laufen. Das will ich jetzt nicht. So. Bring mich zum Sebastian. Okay. Ja, ich wollte auf jeden Fall noch mal gucken wegen den Demigeist-Statue. Von denen habe ich mal irgendwas im YouTube-Video gehört. Ich glaube, die Demigeist-Statue brauchen wir auch später, damit wir Alohomora lernen können. Deswegen würde ich sagen, wäre es sinnvoll, die nachher auch mal anzugucken. Hier Ah. drüben. Ich denke mal, es ist jetzt gerade eh abends. Das will ich jetzt kurz ausnutzen. Ins Klassenzimmer von Mr. Fig müssen wir gerade. Ich glaube, das ist hier oben drin irgendwo. Wo ist das Klassenzimmer? Ich muss mal ganz kurz aktivieren. Das habe ich jetzt ausgenutzt. Genau. Professor Figgs Klassenzimmerraum oder so. Ich hoffe, wir kommen jetzt in sein Büro rein. Weil in seinem Büro oben drin ist auf jeden Fall die Statue von einem Demigeist. Das weiß ich, weil ich meine Folge zuletzt mal wieder angeguckt habe. So, und deswegen. Oh mein, nein. Hoffe, dass wir hier oben reinkommen. Okay, ja, ob ich. Ja, wie kriegen wir die eingesammelt? Kriegen wir diese blöde Demigeist-Statue? Ah, ich hätte eine Idee. Hä, aber kann ich das nicht verschwinden lassen? Jetzt mache ich das sichtbar, das macht ja so keinen Sinn. Lumos. Also ich würde das jetzt mal ganz kurz in Erfahrung bringen und dann sehen wir uns sofort wieder, wenn ich weiß, wie man das anstellt. Also, gecheckt habe ich jetzt das schon, aber ich glaube, das geht einfach noch nicht. Also, die einfachste und leichteste Sache ist einfach, man muss F drücken zum Einsammeln. Wir haben jetzt zwar auch Lumos. Nacht, aber ich weiß nicht, warum das Ganze jetzt nicht funktioniert. Weil die verlangen, naja, auf jeden Fall von uns, dass wir Nacht haben während der Aufgabe und dann können wir es erst einsammeln. Ich denke mal, da das erst zum Ab von unserem Alohomora-Zauber später sein wird, ist es auf jeden Fall gerade überhaupt nicht möglich, die Statue einzusammeln. Auch wenn ich schon 150 Mal daran vorbeilaufe, an der Statue, finde ich das schon ein bisschen bescheuert, dass man die Collectible-Sache, also die Sammelsache, da nicht alle einsammeln kann. Aber hier haben wir noch was vergessen. Fenster mit schlangenartigem Tierwesen. Auch wenn Slytherin gerne glauben. Ach, ja. Auch wenn Slytherins gerne glauben, dass die Fenster ein Tribut an den Gründer ihres Hauses ist, ist es tatsächlich ein schlangenartiges Tierwesen, das sich um einen Baum windet, der aus dem Mund des legendären grünen Mannes wächst. Okay. Ja, mein Hogwarts-Grafik buggt hier heute mal wieder ein bisschen.
Hier drüben. Vielleicht liegt's auch am neuen Update, keine Ahnung. Also Sebastian, let's talk. Sebastian, lange nicht gesehen. Stimmt. Schön, dass du meine Eule erhalten hast. Ich muss dir was zeigen. Lass mich dir erstmal danken für das, was du in der Bibliothek getan hast. Natürlich. Scribner wollte mich nachsitzen lassen, aber ich habe meine Mittel und Wege. Du hast den Kopf für mich hingehalten. Und das ist viel wert. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Das habe ich. Aber da fehlte etwas. Vielleicht sollten wir woanders darüber reden. Verstanden. Wir können gleich weiterreden. In der Krypta. Nicht mal die Professoren wissen von diesem Ort. Boah, ja. Ja. Hier lang. Boah, ja, auf eine Krypta. Genau hier gibt es einen Geheimgang. Sehr gut verborgen. Hab ich mir doch gedacht, dass hier ein Geheimgang sein muss. Das habe ich ja die ganze Zeit nicht öffnen können. Okay. Wie hast du diesen Ort gefunden? Durch meinen Freund, Ominous Gaunt. Er hat ihn Krypta getauft. Revelio. Wir haben hier immer Koboldstein gespielt. Mit meiner Schwester. Anne. Sie liebte dieses Spiel. Wie gerne würde ich nochmal gegen sie verlieren. Hör zu, ich habe Ominous geschworen, diesen Ort zu schützen. Also behalte das hier bitte für dich. Er vertraut niemandem, außer mir. Schon seit wir uns kennen. Das will ich nicht aufs Spiel setzen. Früher sind wir fast täglich hier reingeschlichen. Wir wurden nie erwischt. Okay, dann. Ich kenne Ominous aus dem Zaubertrankunterricht. Oder Kräuterkunde? Er findet sich mit seinem Zauberstab im Schloss zurecht. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht wie. Ominous wurde blind geboren. Da hilft kein Zauber. Es ist fast so, als hätte sein Zauberstab ein Bewusstsein. Würde mich nicht wundern. Ollivander sagt immer, der Zauberstab wählt den Zauberer. Hat er so diesen Ort gefunden? Nein. Jemand in seiner Familie wusste davon. Die Gaunts sind voller Geheimnisse. Ich habe noch nie jemand anderen davon sprechen hören und auch noch nie jemand anderen hier gesehen. Erzähl das niemandem, besonders nicht Ominous. Er hat für seine Familie oder ihre Geheimnisse nichts übrig, aber dieser Ort bedeutet ihm viel. Verstanden. Aber warum hat Ominous für seine Familie nichts übrig? Die Familie seines Vaters stammt direkt von Salazar Slytherin ab, einem der vier Gründer von Hogwarts. Die meisten von ihnen sind besessen vom Blutstatus. Ominous kann sie nicht ausstehen, wie er dir gerne bestätigt. Wie dem auch sei, die Krypta war der perfekte Ort, um sich vor neugierigen Blicken zu verstecken und sogar verbotene Zaubersprüche zu üben. Ach ja? Zum Beispiel? Den Explosionszauber. Die Professoren sagen, der Zauber sei nicht geeignet für Schüler. Blödsinn. Eine magische Ausbildung sollte sämtliche Magie umfassen. Genau mein Gedanke. Ein Zauber wie Confringo ist nur in ungeübten Händen wirklich gefährlich. Solche Zauber sollten lieber richtig gelehrt werden. Ehrlich gesagt interessiere ich mich eher für feurige Formen der Magie. Aber du solltest ihn lernen. Ich kann ihn dir hier gefahrenlos beibringen. Ja, bitte, Sebastian. Es kann dauern, bis man ein Gefühl dafür bekommt. Bewege den Zauberstab wie ich. Die Beschwörung lautet Confringo. Also gut. Boah, ja. Alles wie in Hogwarts Mystery, also komplett einheitlich die Zauberstabbewegungen, die man da macht. Confringo. Du hast es raus. Bereit, es richtig auszuprobieren? Klar, Moment. Jetzt müssen wir mal gucken. Eigentlich bräuchte mir jetzt schon das vierte Deck. Konzentriere dich. Soll ich uns das vierte Deck besorgen? Zack. So, ich weiß ja nicht, vielleicht ist Verschwendung, keine Ahnung. Dann haben wir ja noch ein paar unnötige Sachen bekommen. Das hier ist eh nix. Verkaufe tun mir das Zeug dann später auch mal wieder mal. Machen wir jetzt was zum... Ach, hier. Ich habe eh den besten Schal an. Hey, warum habe ich keine Handschuhe an?
So, jetzt aber. So, Sammlungen, haben wir noch irgendeine Apps? Ah ja, stimmt, gerade eben haben wir in Hogwarts das Ding da eingesammelt. Okay, dann werfen wir euch mal ganz nach der Inde, genau. Dann brauchen wir einmal und Fringo, genau, ersetzen wir durch Incendio. Incendio kommt dann hier drauf. Und Rio de Pulso, keine Ahnung, machen wir mal so. Ja. Dein Takt bleibt. Genau, weil ich denke mal, Incendio ist für Fernangriffe gerade eh nicht so. Beide sind nützlich, aber du wirst schnell feststellen, dass Confringo etwas... Confringo! Wie ist das so? Ein bisschen heiß. Du gewöhnst dich dran. Okay, das ist gut. Ich denke mal, das wäre... Gut so. Gut. Ich glaube, ich hab's. Gut gemacht. Ich habe gedacht 7 und 8. Ach so, so ändert man das. Habe ich denke mal, ich würde das mit dem Mausrad machen. Ich muss sagen, das hat Spaß gemacht. Als ich mit Ominous das erste Mal Confringo übte, versenkten wir uns die Augenbrauen. Das hätte ich gern gesehen. Das hat uns lange verfolgt. Bis heute hat dieser Spruch etwas an sich, das süchtig macht. Das ist genau die Art von Magie, die ich lernen wollte. Ich kenne noch viel mehr. Ich übe hier schon seit Ewigkeiten ähnliche Zaubersprüche. Allerdings habe ich Anne und Ominous nicht von jedem erzählt. Ich war schon länger nicht mehr hier. Ohne Anne ist es anders. Das mit deiner Schwester tut mir leid. Wenn ich irgendwas tun kann... Wenn ich wieder nach Feldcroft gehe, könntest du mitkommen und Anne treffen. Sie kann Aufmunterung gebrauchen. Sag mir wann und wir treffen uns. Sie vermisst Hogwarts. Sie sitzt zu Hause bei unserem Vormund Onkel Solomon fest. Leider musst du ihn auch kennenlernen. Einen neuen Schüler zu treffen, ist genau das, was sie braucht. Ich freue mich darauf. Prima. Übrigens, was hast du da vorhin in der Halle nicht sagen können? Wo soll ich da bloß anfangen? Du sagtest, bei deinem Fund in der Bibliothek fehlt etwas? Es hat sicher mit dem zu tun, was du mir erzählt hast. Über den Portschlüssel, Gringotts und Ranrock. Dir entgeht wirklich nichts. Und ja, das ist es. Wie du sicher schon vermutet hast, steckt noch mehr dahinter. Ich höre. Soll ich ihm sagen? Ah, ja. Die Stimme vom Leon Stiel macht ihn einfach zu sympathisch. Ich muss es tun. Du musst versprechen, dass das unter uns bleibt. Ich habe dir von der geheimen Krypta erzählt. Du kannst mir vertrauen. Na gut. Ich kann Spuren von alter Magie sehen. Alte Magie? Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber das sicher nicht. Was heißt das überhaupt? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass ich Spuren einer alten Magie sehe, die sonst kaum jemand wahrnimmt. Fick und ich glauben, dass Ranrock einen Weg gefunden hat, die Macht dieser Magie zu nutzen. Willst du damit sagen, dass die Kobolde vielleicht eine Art Zauberermagie nutzen? Genau das wollen wir herausfinden. Und diese Fähigkeit von dir, erlaubt sie dir auch, diese Magie zu nutzen? Ich weiß es nicht. Nun, wenn du es weißt, sag es mir. Ich studiere schon ewig archaische Formen der Magie. Vielleicht können wir einander helfen. Da mittlerweile sowohl Rookwood als auch Ranrock hinter dir her sind, denke ich, du solltest den Explosionszauber noch ein bisschen üben. Bleib hier, solange du willst. Und denk daran, dieser Ort bleibt unter uns. Alles klar, so. Wenn ich nach Feldcroft gehe, gebe ich Bescheid. Okay, haben wir noch was Cooles in diesem Raum? Ich finde es aber cool, den Raum. Ich finde es immer cool, wenn man so Geheimräume oder so irgendwas eingebaut hat. Das ist immer sehr cool. Hallo Sebastian. Warte. Du da. Ich kann dich hören. Oh, hallo. Ominous, nicht? Ich glaube, wir haben Zaubertränke zusammen. Und Kräuterkunde? Die Stimme kenne ich. Hab dich in Zaubertränke mit Gareth Weasley reden gehört. Du bist neu in der fünften. Kommst du gerade aus der Krypta? Wie bist du da reingekommen?
Sebastian hat mich dorthin gebracht. Aber er hat mir klargemacht, dass ich es für mich behalten soll. Diese Ratte! Wenn du irgendjemandem von diesem Ort erzählst, kann dir nicht einmal dein werter Professor Fig helfen. Mein Vater ist mit dem Schulleiter befreundet. Und ich habe keine Scheu davor, das auszunutzen. Wenn nötig. Du brauchst mir nicht zu drohen. Ich behalte deine Krypta für mich. Warum soll ich dir trauen? Du hast Sebastian verraten. Bitte. Ich will ihn nur in Schutz nehmen. Er betonte, dass ich niemandem von dem Geheimnis erzählen soll. Er ist ein guter Freund. Ich muss mir von dir nichts über meinen ältesten Freund sagen lassen. Schön, Dank auch. Omenes, ich meinte nur... Ich weiß, was du meintest. Sebastian handelt sich schon genug Ärger ein. Er braucht deine Hilfe nicht. Dafür wird sich Sebastian etwas anhören dürfen. Dann bringe ich dich jetzt um. Stier! Oh. Okay, so böse kann ich dann doch nicht sein. Ich mag den nicht, der ist blöd. Er ist halt irgendwie so direkter Klischee-Slytherin. Ich hätte halt echt gedacht, dass man noch so mehr nicht klischeehafte finde. Kommen Sie so schnell wie möglich zu mir. Mein Abstecher beim Ministerium war nicht von Erfolg gekrönt. Ich hoffe, Sie hatten in der Zwischenzeit mehr Glück. Ich schwöre, es war nicht, wie du denkst, mein Engel. Okay, alles klar, dann will ich mich mal auf den Weg machen, sobald ich auf dem Weg bin. Nein, das ist gar nicht der richtige Gang. So, Moment, mein Gehirn braucht kurz einen Moment, um den Raum richtig zu finden. Hä, der Raum, wo war? Okay, klar, das war mal. Okay. Sobald Sie ein paar Voraussetzungen erfüllt haben, kommen Sie nach dem Unterricht zu mir. Boah, ja. Das ist meine Lieblingsprofessorin bisher. Ich finde die irgendwie sympathisch. Die hat irgendwie so eine coole Art. Oder was meint ihr? Mögt ihr die Art von ihr? Okay, ich habe jetzt keine Lust mehr zu suchen. Weil ich eindeutig hier ein bisschen doof bin. Aber ich würde sagen, da uns gerade die gute Professor Gerlich hier Wingardium Leviosa beibringen will, bin ich auf jeden Fall davon sehr angetan, diesen Auftrag zu verfolgen. Aber vorher müssen wir natürlich kurz in das Gewächshaus und dann sammeln wir dort nochmal eine Alraune an und dann setzen wir dort Venomosa Tentacula an und gehen danach nochmal in der Raum der Wünsche, weil wir da auch noch eine Alraune am Züchte sind. So. So, genau. Venomosa Tentacula. Ach, ich kann hier gar keine Venomosa Tentacula anbauen. Okay, schade. Okay, für den Venomosa Tentacula müssen wir wahrscheinlich nach Hogsmeade. Das geht mir erst kurz in den Raum der Wünsche. Wo ist der? Raum der Wünsche, ich glaube ich. Moment, das wird kein Problem sein. Nein. Raum der Wünsche, Geheimräume. Ah! Einfach so und dann lande mir automatisch im Raum der Wünsche. Weil es mein Wunsch ist. Habt ihr auch noch einen cooler Wunsch, den ihr mir vermitteln wollt? Mehr Like und Abo da zu lassen. Ich finde, Sie sollten stolz auf all Ihre gebrauten Tränke sein. Ja, freut mich Diek, aber überlegt ihr mal ein neuer Spruch. So, okay. Venomosa Tentacula kriegen wir jetzt nur aus Hogsmeade. Habe ich gehört. Und ich denke mal hier bei der magische Rübe. Vielleicht eventuell. Schauen wir doch einfach mal, indem wir ganz schnell dorthin reise. Bisher macht mir auf jeden Fall das Spiel sehr viel Spaß. Vor allem Gegner zu töten macht mir auch besonders viel Spaß. Ich will natürlich jetzt nicht so sehr, sehr böser magischer Mörder wäre. Weil das finde ich nicht so
cool, aber bisschen böse. Bitte, so ein Kleinkrimineller. So, wo kriege ich jetzt eine Vemosa Tentacula her? Niemand kann behaupten, meine Regale wären leer. Ja, ja. Eine Vemosa Tentacula könnte ich bei ihr dahinter bekommen, würde ich behaupten. So. Gut, dann würde ich sagen, ich habe gehört, dass Sie mit setzen wir uns auf eine Bese, aber warum auch immer können wir jetzt hier gerade keinen Bese benutzen. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas Cooles auf dem Weg. Oh, warum kann ich jetzt über den Friedhofsding drüber hopsen? So. Okay, hinter dran ist noch eine Truhe versteckt. Okay. Leid. Aber ich brauche das Geld. So, jetzt mal am Flussufer. Geld kann man echt immer gebrauchen. Die wollen ja hier alle Geld. Alle wollen Geld hier. Was ist das eigentlich? Grab des Dorfbewohners. Ich glaube, da waren wir sogar tatsächlich drin, aber mein Erbsehirn kann das gerade leider nicht aufnehmen. Ob man da jetzt schon drinne war oder nicht. So, Revelio. Ja, dann gehen wir mal weiter. Aber warum dürfen wir hier kein Ding benutzen? Eine Alraune habe ich doch sonst schon selber angebaut. Ich habe tatsächlich die Truhe hier vorm Haus geplündert. Aber irgendwie geht das gerade nicht, oder? Hey, nee, die Truhe können wir gar nicht plündern, warum auch immer. Die ist verwacht. Revelio. Okay, ich habe sonst noch irgendetwas anzubieten. Bei euch war ich ja schon mal. Ah. Baum vor Wasser, Wegrich und Knollenblätterpilz. Dieser große Baum mit gewundenen Ästen stützt das Geschäft Wasserwegrich und Knollenblätterpilz. Na dann, schauen wir doch mal, was ich im Sortiment habe. Habe ich nicht selber noch Venomosa Tentacula? Diesen scheiße oh, teuer Mann. Ich freue mich immer, wenn ein junger Mensch einen klugen Kauf tätigt. Sie werden es noch weit bringen. Ist das so? Sag. Das heißt jetzt wäre 40. Okay, das heißt, es ist gleich stark wie das, was ich gerade anhab. Gut, dich würde ich jetzt dann anziehen, sobald ich auf dem gescheiten Level bin. Meine Tür steht immer offen. Kommen Sie gerne wieder. Ja, ja. So, dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt geradeaus auf den Weg, um den Gegner anzugreifen. Ich hab die Idee, was mir dafür das. Akio! Jawohl. Ah, jetzt können wir es sogar gleich anziehen. Gut. Revelio. Da wir das jetzt gerade gleich bekommen haben, würde ich sagen, ziehen wir das Ganze doch auch mal gleich an. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang unsere Folgezeit schon ist. Wir sind schon nachtgewandt, aber warum nicht? Wir kriegen ja später bestimmt was Schöneres zum Anziehen. So, und jetzt haben wir auch ein neues Talent freigeschaltet. Ein erfolgreiches Haus. Okay, was haben wir noch? Boutique-Beherrschung. Mhm. Superschaden. Okay, das sind unsere Haupttalente, oder was habe ich da jetzt gerade? Okay, und hier dunkle Künste hätte ich gerne ein bisschen mehr. Na, Fluch müssen wir jetzt nicht unbedingt haben, aber. Okay, dann bin ich tatsächlich für den Protego. Perfekt. So, dann. Ich bin mal gespannt, wie
hoch man dann aufs Level kommen kann. Insgesamt. Genau. Also ich würde sagen, wir suchen uns jetzt noch einen Gegner in einem kleinen Cut. So, perfekt. Wir sind jetzt hier am westlichen Teil von unserem verbotenen Wald. Und das habe ich in der letzten Folge entdeckt. Und genau. Hier werden wir jetzt dann unsere Feinde überraschen und alle umbringen. Genau. Jetzt schauen wir mal, wie man das denn am geschicktesten löse. Upsala. Okay, die sind gerade auf dem gleichen Level wie mir. Okay. Ich würde sagen, dann schleichen wir mal ganz kurz nach hier ob auf den Felsenfortschritt. So. Ich will aber hoch. Besiegt ein Feind, wenn er einer will. Mozart, Tentacula. Genau. Aber wenn die Luft kühler ist, dauert es immer länger. Vielleicht sollte ich mich mal bei Feldcroft. Hey, was denke ich mal? Protego! Und einen Moment noch. Ja, meine 600. Klage, die Treadmill befreit. Aufgabe erledigt. So, Aufgabe erledigt. So, wo ist der andere Idiot? So. Wo ist dieser Typ jetzt hin? Ich will wieder mit der Sache werfen. Wie ermüden du bist. Ich bin gar nicht erledigt. So, perfekt. Stirb! Und Bats. Und Bats. Ja, ich habe keine Mimosa Tentacula mehr. So, stirb jetzt. So, perfekt. Wo ist denn dieser Typ jetzt? Es sind überall noch Gegner. Und stirb. So, ich glaube, wir haben es geschafft. Gut, ein paar Mega-Power-Tränke haben wir jetzt auch bekommen. Das hat jetzt auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe mich nur ein bisschen blöd angestellt. Ich identifizierte AG-Gestand. Das können wir ja nachher dann... Genau, wir haben jetzt hier das komplette Dorf befreit. Das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus. Die ja komplett hinter dem Arsenal zum Überfall der die Dreckspatze. Kräuterkunde 3. Okay, habt ihr ja noch mehr Sachen, die ich klauen kann? Okay, hier ist gar nichts drin. Ist auf jeden Fall ein großes Bereichle, wo die hier
gewütet habe, die Dreckspatze. Hier haben wir noch was. Passach hätte ich auch runterballern können. Okay. Ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bis dahin eine wunderbare Zeit und ciao.